Wir leben in einer Überflussgesellschaft, in welcher tonnenweise an noch genießbaren Lebensmitteln im Müll landen, während auf der Straße zahlreiche Menschen an Hungersnot leiden. Dumpster Diving und Waste Cooking haben sich dies zum Thema genommen und zeigen auf, dass Müll nicht gleich Müll ist. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zur neuen Ausgabe des Periskops. Mein Name ist Hanna Weger und ich führe Sie heute durch die Sendung zum Thema Lebensmittelverschwendung. 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln landen jährlich weltweit im Müll. Rein rechnerisch gesehen sind das etwa viermal so viel, wie nötig wären, um das Problem der Hungersnot auf der Welt zu lösen. Im aktiven Kampf gegen diese Überproduktion engagieren sich die sogenannten Waste Diver, die Mülltaucher. Einer davon ist Lukas Uitz, den ich heute im Studio begrüßen werde. Aber vorher wollen wir wissen, was die Salzburger und Salzburgerinnen zum Thema Lebensmittelverschwendung zu sagen haben. Rita Heinzel, Jan Kölges und Mohamed El-Shami haben sich auf Salzburg Straßen umgehört. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Kölges. Heute sind wir auf der Straße unterwegs, um uns über Lebensmittel zu erkundigen. Und zwar bei den Leuten, denn die beantworten heute für uns ein paar Fragen und wir zeigen ihnen Lebensmittel, die wir vorbereitet haben, um sie vergleichen zu lassen, welche schon das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Mal sehen, wie die Leute darauf reagieren und wie viel sie über Lebensmittelverschwendung wirklich wissen. Ich hätte ein paar Fragen an euch. Wo glaubt ihr, ist der kälteste Ort im Kühlschrank, um Lebensmittel aufzubewahren? Unten. Der kälteste Ort im Kühlschrank, ich nehme mal an, im Gefrierfach, ja. Und abseits vom Gefrierfach? Dann eben Gemüsefach. Oben? Keine Ahnung. Weil? Weil unten das Gemüse ist und das darf nicht so kalt werden. In der Mitte. Ganz unten. Ganz oben. Der kälteste Ort im Kühlschrank. Unten. Ganz hinten an der Rückwand. Okay, warum glaubst du das? Weil dort sich gern mal das Wasser kristallisiert. Wahrscheinlich ganz hinten an der Wand. Okay. Oder eins über Gemüselade. Eins über Gemüselade? Ja. Das ist richtig. Das ist die Glasplatte über dem Gemüsefach. Das ist der kälteste Ort im Kühlschrank. Okay, was glaubt ihr, ist die Idealtemperatur, um Lebensmittel zu lagern in einem Kühlschrank? Minus 3 Grad. Keine Ahnung. Ja, um 10 Grad herum. 5 Grad? 7 Grad. 1 bis 2, 3 Grad? Oh, plus 2 bis plus 8 Grad. Ich denke mal so 4 Grad. Bei den Lebensmitteln steht immer drauf, so circa... Weiß ich nicht, 7, 8 Grad, sowas kann es sein? Das ist haarscharf, ist in 1 bis 5 Grad Celsius. Okay. Da musst du den Kühlschrank nochmal nachstellen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wie erkennen Sie denn persönlich am besten, ob ein Lebensmittel wirklich verdorben ist oder nicht? Ja, man riecht mal dran oder man sieht es, ob es schmierig ist oder es riecht übel oder sonst irgendwas. Oder es wächst irgendwas drauf. Am Geschmack. Wenn es schimmelt oder wenn es... Ja, oder wenn es schimmelt. Naja, Gemüse, wenn es weich ist oder wenn die Farbe verändert ist oder wenn ein Geruch da ist. Entweder wird es faul oder es schimmelt oder... Ja, also du würdest sagen, du siehst es auch? Ja, man sieht es. Das sieht man. Ob es schimmelig ist und man riecht zuerst. Vielleicht riechen und manchmal vielleicht auch kosten, aber nur wenn es nicht ganz schlimm aussieht. Zum Beispiel, wenn es stinkt oder Schimmelflecken hat, ja. So. Absolut. Geruchsprobe, Sichtprobe, das ist der einfachste Weg, um zu checken. Vielleicht, wenn man mutig ist, mal dran abbeißen. Wenn es scheiße schmeckt, weghauen. Was glauben Sie, heißt Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich? Also? Ja, es wird nur angegeben, wo der Produzent sagen kann, bis dorthin. Ich garantiere, das in Ordnung, aber deswegen ist es nicht abgelaufen. Mindesthaltbarkeitsdatum, ja, das ist also das Datum bis... Dato, dass die Geschäfte verkaufen dürfen. Es sagt aus, bis wann etwas mindestens haltbar sein sollte.
Heißt aber nicht, dass es darüber hinaus unbedingt schon schlecht ist dann. Ja, dass es mindestens bis zu dem Datum haltbar ist, aber es geht halt schon länger, weil es heißt mindestens. Ja, dass bis dahin das Produkt eigentlich verkauft werden sollte. Ja. Glaubst du, ist es danach noch essbar? Ja. Ja, das Mindeste, wo man das noch essen kann. Und danach kann man es auch noch essen, aber eben mindestens bis dahin. Vom Hersteller fix festgelegte Zeit, der Zeitpunkt bis dahin, wo es die Qualität garantieren können. Das ist absolut richtig. Nur bis zu diesem Zeitpunkt ist gewährleistet, dass das Produkt gleich aussieht und dieselbe Konsistenz hat. Wie viele Tonnen, glaubt ihr, Lebensmittel werden allein in Österreich jedes Jahr weggeworfen? Wir können es einfacher für euch machen. Sagen wir mal eine Zahl in Tonnen. Pro Jahr jetzt. Pro Jahr. Nur in Österreich. Nur in Österreich. Das ist sicher voll viel, so 200.000. Millionen. 5. 7. 3 Millionen Tonnen. Weiß nicht. 500.000. Kann ich nur schätzen. 10 Tonnen. Ja, 10 Tonnen vielleicht, oder was? Sie werden überrascht sein, aber es sind tatsächlich 760.000 Tonnen Lebensmittel im Jahr. 760.000 Tonnen? Glaubst du, hat Mineralwasser ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Soweit ich weiß, ja. Ich weiß aber nicht, wie lang. Mineralwasser? Nee, denke ich nicht. Mineralwasser? Nein. Mineralwasser glaube ich nicht, ne? Ja, ja. Also es steht nicht drauf, aber man sollte es halt nicht so lange dann trinken, weil das ist dann... Ich hatte mal 2 Tage in Wasser in meinem Zimmer stehen und es war dann schimmelig. Glaubt ihr echt, dann kann man Wasser nicht mehr trinken nach so einer Langzeit? Schmeckt ekelhaft, aber vielleicht kann man es noch trinken. Ja, ich glaube schon. Ja, vielleicht bis die Kohlensäure dann heraus muss. Und wie lang glaubt ihr ist das? 2 Jahre oder 1 Jahr, 1 bis 2 Jahre. Ja, natürlich, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, oder? Richtig. Und wie lange glaubst du, hält Wasser wirklich? Ich glaube so 1-2 Jahre meistens. Das ist absolut richtig. Es hat eines und es sind genau 2 Jahre. Und glaubst du, ist Wasser danach noch trinkbar? Es ist trinkbar, wenn man es aufbereitet. Grundsätzlich ist ja so, wenn du Wasser stehen lässt, wird durch den CO2-Anreicherung schmeckt es halt säuerlich, weil der pH-Wert runtergeht. Aber grundsätzlich kannst du Wasser immer trinken, wenn es richtig gelagert ist natürlich und nicht an der freien Luft steht. Aber eine Glaswasserflasche kannst du ohne Probleme 10 Jahre im Kühlschrank stehen haben. Gut, das wusste ich nicht. Sehr genial. Wie lange glaubst du halten Konservendosen? Konservendosen, Ja, 1 bis 2 Jahre, wenn sie noch geschlossen sind. 1 bis 2 Jahre, ja. Ich denke mal, dass die ausgeschrieben sind, sie oft so 3 Jahre, aber ich denke, sie halten viel länger als vielleicht 5, 10 Jahre oder so. Ich glaube, sehr lang, so 10 Jahre oder so, glaube ich schon. Ja, ich glaube, 5. Auch sehr lang, ich glaube, spätestens bis sie sich aufblähen. Länger als andere Sachen. Das ist halt luftig verschlossen eigentlich. Ewig, weil es abgekocht sind. Unheimlich lang. Man kann es immer essen, tatsächlich, weil es ist autoklaviert. Das bedeutet, es wird unter Hitze, wird es mehr oder weniger steril gemacht und dann kann man es immer essen. Außer es hat eine Beule oder hat einen Leck. Wenn es offen ist, sollte man es nicht essen. So, ihr Lieben, das waren auch schon alle Fragen. Und jetzt habe ich eine Kleinigkeit. Ich habe hier eine Menge Gemüse. Und wir machen einen Vergleich. Ich habe nämlich hier ein Gemüsestück. Jeder Sorte. Eins ist mit Sicherheit schon übers Verfallsdatum hinaus. Und der Witz ist, ob du erkennst, welche das ist, allein im Geschmack. Ich glaube, die da. Eine ist abgelaufen. Ich glaube. Du kannst auch ruhig reinbeißen. Schmeckt eigentlich noch ganz okay. Meine ist abgelaufen. Was würdest du dann sagen, welche ist die, bei der das Mindesthaltbarkeitsdatum, ich gebe dir mal, schon vorüber ist? Aufgrund dessen, dass die ein bisschen weicher ist, würde ich jetzt sagen, die hier. Beim Gelben, glaube ich. Okay. Können Sie das erklären, wieso? Weil er weicher ist, also matschiger, wie man sagt. Der Gelbe ist matschiger? Ja, nein, der ist ganz fest, das kann man nicht vorstellen, dass der drüber ist. Okay.
Also schmeckt eigentlich noch gut. Ja, schmeckt dann irgendwie noch mal so frisch. Ja, ist nicht so geschmacksvoll, aber also ist, glaube ich, auch noch unproblematisch. Geschmacklich merkt man keinen Unterschied. Das ist sehr gut. Du hast einen sehr geschulten Daumen, weil tatsächlich sind beide von Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Okay, okay. Aber du glaubst, es ist absolut noch essbar. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Dumpster Diving heißt übersetzt Mülltauchen und wird auch als Containern oder Dumpstern bezeichnet. Dabei verschaffen sich Menschen Zugang zu Abfallbehältern von Supermärkten und durchsuchen diese nach noch essbaren Lebensmitteln. Diese wurden weggeworfen, weil sie bereits abgelaufen oder beschädigt wurden. Manches ist aber auch noch original verpackt und makellos. Im Rahmen des Open Mind Festivals der Arge organisierte Lukas Uitz eine Fahrraddumpster-Tour durch Salzburg. Wir waren mit dabei. Warum ich so offen dazu stehe, was ich mache, warum ich kein Problem damit habe, wenn ich dann im Fernsehen bin oder auf Fotos drauf bin, weil ich mir persönlich denke, dass das, auch wenn das gesetzlich vermeintlich verboten ist, dass das rein aus dem moralischen Aspekt einfach ganz wichtig ist, dass das gemacht werden darf. Und das, ja, wie sagt man, das, was eigentlich verboten sein, ist ja das, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Und auch wenn die Gesetzesgrundlage noch nicht so weit ist, sage ich mal, dann greifen wir dem einfach voraus. Und also der Punkt ist, man findet ganz oft Sachen im Müll, die nicht einmal abgelaufen sind. Ja. Deswegen gehört meiner Meinung nach einfach wirklich von ganz oben da die Gesetzgebung verändert. Und ja, ich hoffe, dass einfach dadurch, dass möglichst viele Leute sich mit dieser Thematik irgendwie vertraut machen und das so wie ihr einfach mal selber ausprobieren, da irgendwie durch den gesellschaftlichen Druck da sukzessive was verändert. Aber in der Regel wird am Samstagabend ziemlich viel weggeschmissen, weil halt schon das auch weggeschmissen wird, was am Sonntag abläuft. Von dem her bin ich gespannt, was wir finden. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwas finden. Und wir werden wahrscheinlich schon teilweise geplünderte Tonnen vorfinden, was im Prinzip gut ist. Also das ist eher die Regel als die Ausnahme, dass man von einem Produkt ganz viel findet. Weil am Abend in der Regel die ganze Brotabteilung einfach zack in den Sack rein und in die Tonne gekippt wird. Das heißt, ich bin gespannt, ob es heute auch wieder so ist, dass man einfach einen ganzen Sack findet, wo nur Brot drinnen ist, mit dem man an einem Abend 50 Leute ernähren könnte. Und das kann man natürlich nicht allein alles aufbrauchen. Bewusst ist, dass das, was in der Tonne drinnen liegt, 1 bis 2 Stunden vorher noch im Regal gestanden ist. Also ich habe schon manchmal so Selbstversuche gewagt, so keine Ahnung, 3 Monate abgelaufenes Joghurt gegessen. Ich habe gesagt, es geht. Also ich habe, und wenn es nicht geht, dann sagen mir das meine Geschmacksnerven, nein, nicht. Okay, passt, dann nicht. Aber ich probiere es selber, ja. Ich möchte mich nicht auf irgendein Datum verlassen. Und ich glaube, also auch ganz wichtig zum Bewusstsein, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist eine Gewährleistung vom Produzenten, dass in diesem Zeitraum bis zu diesem Datum mit diesem Produkt absolut nichts sein kann. Wow. Danke. Da haben wir es schon.
Weil wir gerade darüber geredet haben, über die Fleischfrage, die natürlich immer wieder interessant ist. Das ist jetzt ein Schweinesteak, vorgestern abgelaufen. Ich sage mal, im Sommer würde ich das nicht mehr anbieten. Aber im Winter sind natürlich draußen dieselben Temperaturen wie im Kühlschrank. 7-8 Grad. Bei Föhn? Bei Föhn, ja, im Schatten, Schattenlage. Ja, das kann du sein, im Föhn. Genau. Also ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ich würde niemanden dazu animieren. Ich würde es wahrscheinlich essen. Wenn mir nicht generell Kraus davon. Man trifft da immer wieder Obdachlose, das ist dann wieder selbstbestimmt. Ich glaube, das muss uns alle bewusst sein. Wir kundeten wahrscheinlich alle die Lebensmittel, die wir da jetzt nehmen, auch uns kaufen. Andere Leute kennen das nicht und andere Leute ist das sehr unangenehm und sehr peinlich, dass sie das nicht kennen. Deswegen wollen die natürlich nicht dabei gesehen werden. Deswegen, also wenn ich von der Ferne sehe, da ist jetzt wer, der macht auf mich den Eindruck, dass das eine bedürftige Person ist. Dann lasse ich den meistens, weil der möchte nicht mit mir drüber reden, was wir da machen. Weil der macht das nicht aus Spaß oder nicht aus Überzeugung oder so irgendwas. Genau. Also es ist sowieso so, wenn du irgendwann an der Tonne triffst, dann teilst du sowieso aus. Weil ich meine, sowas das verwendet sich nicht allein. Und es ist meistens eh mehr da als eine oder zwei Personen. Das liegt mit Zagatsch. Ja, genau. So, da steht weich. Ah, du, Geschenkschleif. Adventkranz. Aber nur ein Licht. Sind Sie heute das erste Mal beim Waste Diving dabei? Ja, bin ich zum ersten Mal, ja. Mhm. Und wie war es für Sie, im Müll zu wühlen? Ja, man kennt sie auch, ich kenne es zum Beispiel von zu Hause, meine Oma hat bei uns immer schon die eigenen Mülltonnen durchwühlt, dass die Familie immer total genervt war. Wir haben Zeug weggeschmissen und sie hat es wieder rausgeholt, das ist schon lange her, aber insofern, ich denke mal, das Thema ist nichts Neues. Und waren Sie überrascht, wie viel wir gefunden haben? Nein. Eben weil ich habe selber einen Laden gehabt, Lebensmittelgeschäft, einen kleinen, da weiß ich, wie schnell Sachen wegkommen. Und habe selber hier in Salzburg in einem Supermarkt kurz gearbeitet, in einem Bio-Supermarkt und habe mitbekommen, wie viel da entsorgt wird. Dankeschön. Ja, gerne. Was wird denn aus den Produkten, die wir gefunden haben, jetzt gemacht? Also wir haben verschiedenes Gemüse und Obst und Salat. Und es gibt eine Gruppe, die Salat macht, eine Gruppe, die Gemüse schneidet für einen Gemüsewok. Und eine Gruppe, die einen Obstsalat vorbereitet gerade. Und ich denke, da werden wir ein reichliches Menü zusammenkriegen und vielleicht aus dem Brot, das ihr gefunden habt, so ein bisschen anbraten mit Gewürzen und Kräutern und das so als Croutons drüber tun. Okay. Wie kann man sich denn das vorstellen? Gibt es in Salzburg eine Dumpster-Diving-Szene, in der man zusammen dumpstern geht, oder ist das eher etwas, was man alleine macht? Ich würde sagen, das ist was man tendenziell alleine oder unter Freunden und Bekannten macht. Also es gibt jetzt meines Wissens keine Szene, wo sich irgendwie wildfremde Leute miteinander ausmachen, hey, mach mal da was, sondern es passiert eher so unter Freunden, dass man sich gemeinsam trifft und dann gemeinsame Runde dreht, weil es einfach zusammen noch mehr Spaß macht und man auch lockerer ist bei der Sache. Und nimmt man dann beim Dumpstern generell so viele Lebensmittel mit, wie man dann selbst braucht, oder ist man auch dazu geneigt,
mehr mitzunehmen und alles das mitzunehmen, was essbar ist. Ja, nachdem das Dumpstern ja den Vorteil hat, dass da keine Güter irgendwie zusätzlich produziert werden müssen, sondern man im Prinzip mit jedem Lebensmittel, das man mehr verwenden kann, zur Effizienzsteigerung beiträgt, schaut man natürlich, dass man möglichst viel mitnimmt, aber natürlich nicht mehr, als man selbst verwerten kann. Man kennt halt selber immer mehr Leute, die für sowas offen sind, für Lebensmittel, die schon im Müll gelegen sind. Und bei mir ist dann so, wenn ich jetzt wirklich übermäßig viel Lebensmittel finde, die ich selber nie aufbrauchen könnte, dann überlege ich mir erst, kann ich was davon einfrieren? Beim Brot ist das oft der Fall, dann nehme ich halt mehr Brot mit und friere einen Teil davon ein. Oder schaue ich, dass ich mein Netzwerk aktiviere und einfach Freunden von mir mitteile, hey, bei dieser Tonne gibt es das und das zum Holen. Oder schaut es bei mir vorbei, ich habe ganz viel von dem daheim und das verteilt sich dann eigentlich immer ziemlich selbstständig. Du hast bereits sehr viel Erfahrung mit Dumpster Diving und hast sicher schon sehr viele Mülltonnen durchwühlt. Gab es da irgendwas, was dich wirklich schockiert hat? Naja, schockieren tut es mich sowieso immer. Also das ist ja so die Zweischneidigkeit beim Mülltauchen. Einerseits freut man sich natürlich, wenn man irgendwie besondere Schätze im Müll findet und gleichzeitig schockiert jedes Mal wieder, dass diese Schätze überhaupt im Müll landen, weil die dann nicht hingehören. Und ich sage immer dazu, also das Ziel muss nicht sein, dass möglichst viele Leute Mülltauchen gehen, sondern dass niemand mehr Mülltauchen gehen kann, weil nichts mehr im Müll landet von den Lebensmitteln. Aber wenn du so gezielt fragst, also ich habe auch schon ganz exotische Sachen im Müll gefunden, wie Kondome oder Kaffeemaschine, da ist man erst einmal ein bisschen stutzig, was das da jetzt inmitten des Lebensmittelmülls macht. Und die Kaffeemaschine hat tatsächlich noch funktioniert. Ja, das ist natürlich auch ein interessantes Erlebnis. Und wo liegen denn deine Grenzen beim Dumpster Diving, wo du sagst, nein? Also ich breche nirgends ein. Also ich überwinde keine Zäune, breche keine Schlösser auf, verschaffe mir nirgends Zutritt, wo offensichtlich Zutritt verboten ist. Also das ist mir persönlich einfach wichtig. Ist in Salzburg jetzt überhaupt nicht einschränkend, was das Mülltauchen betrifft, weil die Tonnen eh alle zugänglich sind eigentlich. Beziehungsweise wenn sie nicht zugänglich sind, dann sind sie in Räumen drin, die wirklich fest verschlossen sind. Und da mache ich keine Anstalten, da reinzukommen. Bei der Veranstaltung, wie zum Beispiel der Fahrrad-Dumpster-Tour durch Salzburg, werden sicher viele Teilnehmer auch neu in dem Gebiet sein. Wie reagieren die darauf? Ja, natürlich zuerst einmal distanziert, neugierig, aber eher mal abwartend und mal schauen, was machen die anderen. Da gibt es dann, also bei dieser Fahrradtour jetzt im Speziellen, hat man schon verschiedene Typen wahrnehmen können. Da gibt es die ganz offensiv, aktiv reingehen und sofort in der Tonne wühlen. Und die andere Hälfte, das ist die eine Hälfte ist aktiv, die andere Hälfte schaut mal zu, ein bisschen zurückhaltend und braucht ein bisschen länger zum Auftauen, sage ich mal. Aber also je länger so eine Mülltauchtour dauert, umso lockerer wird es und umso mehr wird man eigentlich in den Bann gezogen von diesen Schätzen, ich kann es nicht anders sagen, die da rauskommen und genau. Laut dem Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz ist festgeschrieben, dass das Durchsuchen und das Ausleeren von Mülleimern eigentlich verboten ist, da entsorgter Müll Eigentum der Gemeinde ist. Mhm. Gab es da schon mal Probleme mit dem Gesetz, mit der Polizei oder den jeweiligen Supermärkten? Ich habe bis jetzt noch gar keine Probleme damit gehabt. Hin und wieder trifft man bei der Mülltonne auf Supermarktmitarbeiter, die mir mal freundlich, mal weniger freundlich mitteilen, dass ich da nichts zu suchen habe und dass das verboten ist. Und dass sie selbst in Teufelsküche kommen, wenn sie mich da jetzt nicht möglichst schnell verjagen. Aber ich bin auch schon öfter mit Polizisten aufeinander getroffen, direkt beim Mülltauchen, weil halt die Tonne direkt an der Straße steht und dann fährt eine Streife vorbei und fragt, was ich da mache. Ich mache da nie ein Hehl daraus, was ich mache. Ich sage ganz ehrlich, was ich tue. Ich sage, dass ich keinen Saustall hinterlasse. Und das hat bis jetzt immer dazu geführt, dass die betreffenden Personen da keine Einwände mehr gehabt haben und mir gesagt haben, ja, bitte räum halt nachher wieder gut zusammen und dann passt es schon. Aber grundsätzlich, ja, es ist gesetzlich nicht ganz legal, sich da aus den Mülltonnen zu bedienen.
Ich glaube aber dass auch, dass jetzt von Gesetzgeberseite wahrscheinlich nicht wirklich jemand traut, da groß eine Anzeige zu machen und schon gar nicht die Supermärkte selber, die Supermarktbetreiber, weil das eher eine Negativ-Publicity für sie wäre, glaube ich. Also bin ich überzeugt davon. In Frankreich gibt es ein Gesetz, welches dem Großhandel verbietet, Lebensmittel wegzuwerfen. Anstelle dessen müssen sie die Lebensmittel spenden. Wäre denn ein solches Gesetz denn auch in Österreich in näherer Zeit denkbar? Ja, ganz klar. Also die Franzosen, die haben das jetzt vorgemacht. Die sind im Prinzip jetzt europaweit Vorbild, was die Lebensmittelverwertung betrifft. Und in Österreich ist das, wie so oft, wahrscheinlich eine Frage der Zeit, dass man nachzieht. Die Österreicher sind nicht gut darin, Initiative zu zeigen in fortschrittlicher Gesetzgebung. Und von dem her kann ich nur darauf hoffen, dass da in Österreich auch möglichst bald was passiert. Im Prinzip greife ich dem Gesetz schon vorweg und bemühe mich jetzt schon, den Supermärkten dabei zu helfen, dass möglichst wenig von ihren Lebensmitteln im Müll landet. Jetzt ein anderes Thema. Als Waste Diver will man sich ja aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen und durchwühlt deshalb den Müll. Andererseits gibt es sicher auch Obdachlose, die dasselbe machen, aber mit einem anderen Hintergedanken. Ja. Kommt man auch mit solchen Personen in Kontakt und gibt es da Konflikte? Ja, mit solchen Personen kommt man definitiv in Kontakt. Mein Zugang ist der, solchen Personen Vortritt zu lassen. Und wenn ich sehe, da ist jetzt eine Person, die auf mich den Eindruck macht, dass sie obdachlos ist, dann versuche ich mich da nicht einzumischen und das Gespräch zu suchen, weil diese Personen meistens, also erfahrungsgemäß, nicht daran interessiert sind, über das, was sie machen, auch noch reden zu müssen. Weil für die ist das ja tatsächlich ein Armutszeugnis, dass sie sich Lebensmittel aus dem Müll besorgen. Für mich ist das ja Selbstbestimmung. Also ich mache das ja freiwillig und ich kann es anders machen. Ich könnte mir Lebensmittel kaufen, natürlich leisten. Aber wenn ich mir das nicht leisten kann und auf das angewiesen bin, mir aus dem Müll Lebensmittel zu ziehen, dann ist das, glaube ich, nicht so angenehm. Und deswegen vertrete ich das Prinzip, diesen Personen einfach irgendwie den Raum auch dann zu überlassen. Und ich bemühe mich dann halt einfach zu schauen, oder zu warten, bis die weg sind und dann danach zu schauen, ob ich mir auch noch was nehme oder ob dann schon alles weg ist. Ja, das Problem der Lebensmittelverschwendung steigt ja stetig. Und findest du, dass das Problem von der Überproduktion von Lebensmitteln oder von den Konsumenten ausgeht? Beides. Das ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß zu betrachten. Also auf der einen Seite bleiben, ich glaube, 30-40% von den produzierten Lebensmitteln schon am Feld liegen, also von Obst und Gemüse. Das kommt gar nicht in die Supermarktregale. Das fällt einfach durch den Rost, weil es in verschiedenen Filteretappen einfach nicht mehr reinpasst, wegen der Form oder der Größe oder was auch immer. Und bleibt extrem viel natürlich liegen. Da ist ganz klar die Verantwortung der Märkte, die diese Normen im Prinzip eingefordert haben, damit die Gurke gerade ist, damit sie sich schön schlichten lässt, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite natürlich hat man als Konsument und Konsumentin Mitverantwortung darüber, was im Supermarkt dann konsumiert wird. Weil jeder kennt das von sich selber, wenn man sich einen Apfel kaufen möchte. Und dann nimmt man natürlich eher nicht den Apfel, der schon irgendwie eine braune Stelle hat, sondern wenn daneben der Hochglanzapfel liegt, dann greift man natürlich zum Hochglanzapfel, weil man bezahlt ja gleich viel dafür. Ob das jetzt der nicht so gut ausschauende oder der hochglänzende ist, dann nimmt man sich den schöneren. Was natürlich dann im Endeffekt das zur Folge hat, dass der dann auch irgendwann aussortiert werden muss und im Müll landet. Und da kann sich schon jeder selber auch ein bisschen an der Nase nehmen und ein bisschen den Verwertungsgedanken mitbedenken beim Einkaufen. Ja, und abschließend möchte ich dich fragen, was denn jeder Einzelne von uns machen kann, um gegen die Lebensmittelverschwendung anzugehen. Hättest du da Tipps? Also ich merke es bei mir selber, je näher ich am Produkt bin, im Sinne von an der Erzeugung irgendwie teilnehme oder mir selber Wissen aneigne, wie wird dieses Lebensmittel produziert, umso mehr Hemmung habe ich, dieses Lebensmittel dann auch zu verschwenden oder wegzuwerfen, weil ich weiß, wie viel Energie da reingeflossen ist, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut von Personen. Und wenn ich diese Personen vielleicht auch nur persönlich kenne, die dieses Produkt erzeugen, dann tue ich mir noch schwerer, da irgendwas überzulassen.
Und von daher, es gibt Möglichkeiten, sich Lebensmittel direkt von regionalen Erzeugern, Erzeugerinnen zu beziehen. Über, sei das jetzt über Wochenmärkte, über Hofläden oder über so dieses, die neuen Foodcorps, die es immer mehr in Salzburg gibt auch. Und wenn man diesen persönlichen Bezug hat, dann glaube ich, dann ist schon ganz viel getan, weil dann landet nicht so viel im Müll. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für das wirklich interessante Interview. Und wir sind auch am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Periskop.